Das hat wie angefangen, wenn Sie mir das nochmal. Der hat pro Tag geschnupft und der hat ein bisschen gekuschelt. Bitte? Da hat er ein bisschen geschnauft und ein bisschen gehustet, deswegen, weil er der erste Zwilling auch hier war, wollten wir kommen. Und das hat angefangen mit dem Schnupfen, oder? Okay. Und wie alt sind Ihre Kinder? 3 Monate. 3 Monate. Und die sind normal auf die Welt gekommen. Na, Kaiserschnitt. Kaiserschnitt, aber am Termin, nicht zu Nein, früh. zu früh, 4 Wochen zu früh. 4 Wochen zu früh, 36 Wochen. Ja. Und wie schwer waren Sie? 2 Kilo 400 und 2 Kilo 300. Aber haben kein Problem gehabt? Nein. Okay. Also der Virus heißt RS-Virus. Ist ein Virus, der vor allem die unteren Luftwege befällt. In der Übergangszeit ist alle 2 Jahre tritt er auf. Und die Symptome sind... Die Kinder husten, sie haben einen Schnupfen, sie können eine Atemnot haben und können blau werden. Und der Schnupfen ist meistens das ein großes Problem für die Kinder. Es betrifft ja kleine Kinder, diese Infektion. Kleine Kinder atmen durch die Nase, sodass die freien Atemwege über die Nase ein wichtiger Gesichtspunkt ist bei dieser Erkrankung. Es gilt ja für jede Erkrankung, ganz gleich welche Ursache. Wenn man sieht, dass die Kinder eine Atemnot haben, also schwer, sich schwer tun beim Atmen, also einziehen, keuchen, blau werden, da muss man immer den Hausarzt oder Kinderarzt aufsuchen.